Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su San Bernardo di Chiaravalle, chiamato l'ultimo dei padri della Chiesa perché nel XII secolo ancora una volta rinnovato e reso presente la grande teologia dei padri. Non conosciamo in dettaglio gli anni della sua fanciullezza, sappiamo comunque che egli nacque nel 1090 a Fontaine, in Francia, in una famiglia numerosa e discretamente agiata. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Bernhard von Clairvaux, den ich für die heutige Katechese ausgewählt habe, gehört sicher zu den größten religiösen Gestalten des Mittelalters. Er wurde um 1090 in Fontaine in Burgund geboren, besuchte die Schule der Stiftsherren von Saint-Vol und trat mit etwa 20 Jahren mit einer Reihe von Gefährten in das Reformkloster Citeaux ein. Bereits im Jahr 1115 erhielt Bernhard den Auftrag, ein Tochterkloster in Clairvaux zu errichten. Er wurde der erste Abt dieser Niederlassung und gründete von dort aus weitere 68 Klöster.